ist für dich der mächtigste Mensch der Welt? Der mächtigste Mensch der Welt? Na, Titus natürlich. Nein. Geht es jetzt um heute oder um eine frühere Zeit? Jetzt heute jetzt, auf dieser Welt? Jetzt heute auf dieser Welt. Ja. Ich denke, das wird im Endeffekt trotz aller Kritik oder auch zweifelhaften Dinge, wird es dann auch immer noch der Präsident der Vereinigten Staaten sein. Das heißt, du würdest diese Frage eindeutig beantworten, es gibt den einen mächtigsten Mann. Ja, ich merke schon, das ist eine Fangfrage. Wahrscheinlich ist es, also zu diesem Zeitpunkt würde ich sagen ja, aber dass das sich sozusagen in weniger Zeit oder in kurzer Zeit durchaus ändern kann, das steht ja außer Frage. Die Geschichte hat das ja nun genügend gezeigt. Wie würdest du Macht definieren? Ist das dann für dich vor allen Dingen politische Macht? Naja, Macht kann aus verschiedensten Formen entspringen. Also Macht kann auch sexueller Natur sein oder tatsächlich auch wirtschaftlicher Natur. Also die Politik vereint nur viele von diesen verschiedenen Formen der Macht in sich, meiner Meinung nach. Welche Macht hat dann konkret Titus in unserem Stück? Ich glaube, Titus hat eigentlich die Macht, die Leute zu inspirieren. Ja? Also er besitzt Charisma, was andere nicht haben und was sie gerne hätten, selbstverständlich. Kommen wir mal zu der Inszenierung dieses Stücks. Das ist deine erste große Regiearbeit hier auf der großen Bühne des Altotheaters. Welche Hürden hattest du zu überwinden bei diesem Stück? Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen über Titus gesprochen. Die größte Hürde ist tatsächlich, diesen Titus zu begreifen. Ja? Also, denn diese Figur ist sehr undurchdringlich, gerade wenn man jetzt den ersten Akt sieht. Und erst im zweiten öffnet sich mehr und mehr ein Einblick eigentlich auf seine Psyche. Und dann aber auch das Stück La Clemenza, die Titus, die Milde des Titus heißt, muss man erstmal diese Person begreifen, um dann wiederum diese Milde erklären zu können. Und auf der basiert nun mal das Stück. Und obwohl Titus nicht der Handlungscharakter des Stückes, so ist er doch der Gravitationspunkt für alle. Und das war sozusagen dann doch die große Herausforderung für mich, das zu begreifen. Und ich muss auch sagen, das begreife ich auch jetzt erst in Teilen weiter im Probenprozess. Suchst du bewusst einen heutigen Titus oder spielen historische Elemente in deiner Inszenierung eine Rolle? Ich glaube, ich werde tatsächlich, es wird dann, so sehr ich mich jetzt auch mit der Vergangenheit auseinandergesetzt habe, so sehr wird es eigentlich ein heutiges Projekt sein. Wenn ich heutig sage, dann meine ich nicht spezifisch an einem Ort oder in einem Land verankert, aber doch in unserer heutigen Zeit aufzeigend, im Endeffekt, wie es bei Mozart Gott sei Dank meist relativ einfach ist, dass all diese Themen, die wir in der Oper behandeln, im Grunde, im Kerne immer noch die gleiche Aktualität haben, damals wie heute. Als du das Angebot bekommen hast, hier La Clemenza di Tito zu inszenieren und du dich also mit diesem Stück beschäftigt hast, was hat dich da zunächst angesprungen oder was war für dich der erste Aspekt, bei dem du gedacht hast, Mensch, das ist für mich ganz zentral? Was mir dann ganz schnell auffiel, was mich interessierte, war natürlich die Spannung, also die Beziehung eigentlich, die zwei Sesto-Beziehungen. Also Sesto zunächst als der beste Freund von Titus und gerade nachdem dazu dieser Verrat an Titus geschehen ist, wie diese beiden dann miteinander umgehen müssen, hat für mich etwas sehr, irgendwas zwischen einem Zwiegespräch und einem Verhör. Und das, da dachte ich, das ist unglaublich spannend, das umzusetzen. Und das andere war es unglaublich toll, obwohl hochdramatisch ist eigentlich diese Figur der Vitellia. Also das ist eines jeden Regisseurs Traum, so also eine Furie über die Bühne irgendwie zu schicken. Jede Szene von ihr ist irgendwie wie so eine Explosion. Ja? Und das hat mir direkt natürlich sehr gut gefallen. Da habe ich mir gedacht, da werde ich mich drauf freuen, wenn wir dann so weit sind, daran arbeiten zu können. Wir kennen alle Sänger hier sehr gut. Das sind alle Sänger aus dem Ensemble. Auch Thomas Schnettopil, der Dirigent, ist ja unser GMD. Was macht das für einen Unterschied für dich als Regisseur, wenn du die Darsteller gut kennst? Das heißt also auch auf einer persönlichen Ebene einen Bezug zu ihnen hast. Um es kurz zu fassen, es spart Zeit. Ja, also das ist natürlich jetzt etwas flapsig, aber es ist tatsächlich so, wenn man sonst Produktionen beginnt, so braucht man immer etwas Zeit, um herauszufinden, was
die jeweiligen Stärken und Schwächen womöglich des Einzelnen sind, jetzt sowohl der musikalischen Abteilung als auch jetzt vielleicht nur die Sänger etc. Und das fällt jetzt hier doch ziemlich weg, weil ich tatsächlich alle Sänger gut bis extrem gut kenne und auch alle sehr schätze. Das muss ich sagen, ich bin jetzt gerade jetzt, wir haben jetzt anderthalb Tage, zwei Tage geprobt und ich bin sehr zufrieden, ich bin sehr glücklich damit, wie das sich bis jetzt entwickelt. Wir stehen hier an einem Set, das, ja, ich würde sagen, nicht ganz repräsentativ für einen antiken römischen Kaiser ist, obwohl da sicherlich auch gehörig gebechert und getafelt wurde. Ganz sicherlich. Es ist noch nicht die Originalbar, aber ich glaube, es lässt sich ja ahnen, zumal in den Requisiten, wo wir hier stehen. Möchtest du schon was sagen, wie es hinterher optisch aussieht, oder möchtest du die Leute noch etwas auf die Folter spannen? Ich glaube, ich möchte sie noch ein wenig auf die Folter spannen. Ein bisschen wird wahrscheinlich eh dann auch zu erkennen sein, auch noch in anderen Teilen oder Videoausschnitten, die wir in Zukunft irgendwie auch noch online stellen. Aber so viel sei gesagt, es ist kein Forum Romanum. Das war ja fast zu erwarten, nachdem ich ja schon gesagt habe, dass wir eher in der heutigen Zeit das ansiedeln. Es ist ein Ort, der nicht unrepräsentativ ist, und es ist ein Ort, der meiner Meinung nach die wichtigen Aspekte dieses Stückes zusammenbringt, nämlich ein Ort, an dem sich, ich nenne es immer ein bisschen die oberen 10.000 zusammenkommen, aber auch das Volk durchaus auftreten kann an verschiedenen Orten, und ein Ort, an dem ein Unglück oder Attentate durchaus auch zu erwarten sind.